Richtig super, Maike, dass du mir schon zwei Videos gezeigt hast, wie ich meinen Beckenboden gut ansteuern kann. Aber gibt es noch mehr Tricks? Ich kenne dich doch. Irgendwas weißt du doch noch. Ganz genau. In diesem Video zeige ich dir noch einen weiteren Trick, wie du deinen Beckenboden noch besser anspannen kannst. Mein Name ist Maike Droste. Ich bin Physiotherapeutin und Fitness- und Life-Coach für Frauen vor und nach der Geburt. Ich helfe dir jetzt nach der Schwangerschaft, dass du dir einen richtig tollen Körper aufbauen kannst. Und dazu gehört ein ganz, ganz fester Beckenboden. Viel Spaß bei diesem Video. Heute haben wir einen kleinen Stargast wieder in unserem Video, nämlich Handtuch. Das ist wirklich ein ganz normales Handtuch, einfach nur aufgerollt. Auch gar nicht fein, sauber, nicht eng. Du kannst es, also wenn du merkst, es ist dir zu groß, dann kann man das noch ganz, ganz stramm aufwickeln. Du besorgst dir mal kurz ein Handtuch, wickelst es der Länge nach auf, oder der Breite nach, wie sagt man das? Auf jeden Fall in dieses Format. Und dann treffen wir uns wieder. Gut, jetzt hast du dein Handtuch. Das heißt, dieses legst du dir jetzt längst auf deine Unterlage. Wie schon in dem anderen Video gesagt, ist es so, dass du im besten Fall wirklich immer eine harte Unterlage hast, weil du es besser spürst. So, das heißt jetzt der Länge nach liegt dieses Handtuch drunter und deine Sitzknochen, die wir schon in dem vorletzten Video besprochen haben, die können jetzt links und rechts daneben absacken Richtung Hocker, Richtung Stuhl. Die Füße sind wieder gut aufgestellt, das heißt die Fersen sind im besten Fall unter den Knien. Du hast die wieder 90 Grad in den Knien und in der Hüfte. Aufrechte Körperhaltung, Beckenstellung. Jetzt kannst du nicht mehr so viel, weil du ja hinten Handtuch und vorne Handtuch hast. Aber richtest du wieder danach, dass die Sitzhöcker nach unten gucken. Jetzt gehen wir die Beckenbodenspannung wieder durch. Immer noch ohne Hilfsmuskeln, wie auch schon in den letzten beiden Videos. Po locker, Innenschenkel locker. Und du konzentrierst dich nur auf deinen Beckenboden. Dadurch, dass das Handtuch jetzt zwischen deinen Sitzhöckern ist, spürst du noch besser, wie du die beiden jetzt aufeinander zubewegen kannst. Das heißt, den Anteil rechts, links versuchst du jetzt nochmal viel doller anzuspannen als bei diesen Übungen in den letzten Videos. Spann richtig die Sitzhöcker an, beweg sie aufeinander zu. Und locker. Versuch jetzt mit den Sitzhöckern dein Handtuch einzuklemmen. Und wieder locker. Beim nächsten Mal halten, Sitzhöcker anspannen und den Anteil vorne, hinten trotzdem mit anspannen, auch wenn du hier den Kontaktpunkt hast. Vielleicht kannst du ihn sogar nutzen, als wenn du das Handtuch jetzt noch so ineinander ziehen willst, zusammendrücken willst. Halten, halten, halten und locker. Sitzhöcker aufeinander zubewegen, von vorne und hinten aufeinander zubewegen und locker. Sitzhöcker wieder aufeinander zu bewegen, von vorne und hinten aufeinander zu bewegen und jetzt vorne Urin aufhalten, Stuhlgang aufhalten, alle drei Körperöffnungen schließen. Stell dir die Scheide wieder so vor, du schläfst gerade mit deinem Partner und du willst den einklemmen. Und lösen. Achte drauf, Innenschenkel locker, Pobacken locker. Nochmal wieder Sitzhöcker aufeinander zu bewegen, quetsch das Handtuch ein. Drück das Handtuch zusammen von vorne und hinten in die Mitte. Urin aufhalten, Stuhlgang aufhalten und innen drin den Partner einklemmen. Halten, halten, halten. Innenschenkel locker, Pobacken locker und lösen. Nochmal wieder ausrichten. Meistens, je mehr man anspannt, gerät man immer in einen runden Rücken. Also nochmal wieder Sitzhöcker suchen. Nochmal wieder Sitzhöcker aufeinander zubewegen, von vorne und hinten. Und Urin aufhalten, Stuhlgang aufhalten und den Partner innen drin festhalten. Hilfsmuskeln locker und lösen. Genau, super. Kurze Pause. Das kombinieren wir jetzt mit der Atmung. Du atmest tief ein. Und Sitzhöcker aufeinander zubewegen während der Ausatmung. Vorne und hinten alle drei Körperöffnungen schließen und einatmen und lösen. Mit der nächsten Ausatmung. Rechts, links, vorne, hinten alle drei Körperöffnungen schließen und halten, halten, nachspannen, nachspannen, nachspannen und mit der Einatmung alles wieder lösen. Sitzhöcker wieder suchen.
Mit der Ausatmung rechts, links, vorne, hinten, alle drei Körperöffnungen schließen. Bis Ende der Ausatmung halten, halten, immer noch nachspannen und wieder lösen. Was vielen sehr schwer fällt, ist wirklich die Hilfsmuskulatur locker zu lassen. Innenschenkel geht noch, Pobacken gehen meistens ganz automatisch, weil man gar kein Gefühl mehr für den Beckenboden hat. Trainier das einfach, ganz wichtig, einfach dranbleiben. Dein Gehirn wird es immer besser steuern können. Irgendwann kannst du es immer besser trennen voneinander, weil wir jetzt noch in der Phase sind, wo wir erstmal ohne Hilfsmuskeln den Beckenboden wirklich spüren wollen. Also bleib dran und vergiss nicht, dass ein guter Beckenboden abhängig ist davon, dass du das komplette Vier-Teile-System aufgebaut hast. Das erkläre ich auch in meinen anderen Videos. Du siehst es auch in meinem Komplettprogramm, meinem Online-Kurs, Mein Körper 2.0, dass du wirklich zwar den Beckenboden trainieren kannst, aber wenn du die anderen Anteile, die Grundspannung, die Rückenmuskulatur und so weiter nicht 100% aufbaust, wie der Beckenboden das braucht, wird er immer wieder erschlaffen und du wirst nie zu dem Ergebnis kommen, was du möchtest. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich einfach bei mir. Die Handhochübung ist wirklich super gut, gerade wenn du sie öfter anwendest, weil du das Ganze noch besser steuern kannst. Wenn dir das Video geholfen hat, dann gib mir auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben. Abonniere auf jeden Fall meinen Kanal, damit du auch keine Videos verpasst. Hier kommen nämlich noch ganz viele tolle Tipps, wie du dir einen ganz tollen Körper nach der Schwangerschaft aufbauen kannst. Wenn du mich privat besser kennenlernen möchtest, wenn du mich beim Sport sehen willst, folge mir gerne bei Facebook und bei Instagram. Einmal die Woche bin ich hier auch live, da kannst du mir dann alle Fragen stellen. Und wie ich schon erwähnt habe, ich habe ein richtig gut ausgearbeitetes Konzept. Mein System, was ich in meinen Online-Kurs gepackt habe, Mein Körper 2.0, das Komplettprogramm. Ich empfehle dir das zu 100%, denn ich sehe, wie viel Erfolg die Frauen genau damit haben. Verpass das Ganze nicht, das ist dein Leben, du bist das Zentrum der Familie. Wenn du glücklich bist, geht es der ganzen Familie besser. Ich bin mir sicher, wir sehen uns im nächsten Video, denn es war es immer noch nicht an Tipps und Tricks, wie du deinen Beckenboden richtig gut ansteuern kannst. Bis zum nächsten Video. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Tschüss, sagt Maike Droste.